So, grüezi miteinander und willkommen zur Virtual Geek Mania Extended Edition. Dieses Jahr komplett virtuell, aber immerhin mit ungefähr gleich viel Personen, die da anwesend sind. Nur sehe ich euch heute überhaupt nicht. Naja, so ist es halt in diesen speziellen Zeiten. Aber wir wollten es nicht missen, dennoch eine Geek Mania durchzuführen. Ist alles ein bisschen anders dieses Jahr und wir haben ja monatlich auch unsere Virtual Geek Mania Thursdays gemacht am letzten Donnerstag des Monats. Die werden wir weiterhin auch fortsetzen. Also die ersten Themen respektiven Januar sind auch schon wieder bekannt. Da haben wir das Container-Thema hinverschoben und ein momentan für uns aktuelles Thema reingenommen für die RDS-Session. Aber wir starten zuerst mal mit der Keynote und bei der Keynote, da geht es um ein Leben in einer Azure AD-Only-Domäne. Und für alle diejenigen, die mich schon ein bisschen kennen und mich schon mal in gewissen Sessions gesehen haben, die werden wissen, dass ich ganz, ganz ein bisschen cloud-kritisch eingestellt bin. Nicht unbedingt der größte Sympathisant der Cloud und dementsprechend aber auch noch mit nicht unbedingt extrem viel Erfahrung in diesen Dingen. Ich habe gewisse Dinge mal wieder gemacht, aber nie von Grund auf aufgebaut. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen bei euch, der noch nicht so viele ja, Erfahrung sammeln konnte direkt mit der Cloud oder mit Azure im Speziellen in Bezug auf Azure AD-Only-Domäne, dass man da wirklich überhaupt keinen weiteren Domain-Join mehr macht. Und ja, ich möchte euch da gerne mitnehmen auf meine Reise nach Azure City. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie sieht Azure City überhaupt aus? Ich habe ganz lange gesucht auf Google Maps und überall und ich habe es gefunden. Der wunderschöne kleine Ort heißt nämlich Le Glode. Und ja, da ist wahrscheinlich das Rechnungszentrum von Azure untergebracht. Aber pscht. So, um zu ein Fazit zu ziehen, schon vorweg, was ich über eine Azure AD-Only-Domäne und alles, was diese so mit sich bringt, wie ich das empfinde, habe ich da versucht, ein Bild herauszusuchen, das das ziemlich treffend für mich zumindest unterlegt. Und das ist dieses hier. Es sieht für mich irgendwie alles lecker aus und macht Lust auf mehr, aber jeder Biss tut höllisch weh. Und ja, wie gesagt, ich sage mal was Positives über die Cloud. So also ganz schlimm ist es ja gar nicht. Es sieht wirklich attraktiv aus. Man möchte reinbeißen. Aber eben, es gibt da schon noch ein paar Dinge, über die sollten wir mal reden, Microsoft. Aber bevor wir uns da im Fazit vertummeln, gehen wir mal zurück auf Feld 1 und fangen das Spiel von vorne an. Ich möchte euch da wirklich mitnehmen von A bis Z. Das heißt, sit back, relax, enjoy your flight. Dieses Jahr auch nicht unbedingt so gut möglich mit diesen ganzen Flügen. So nach dem Motto, meine Reise ins Azure-Only-Land von A bis Z mit Bildern von allen Destinationen unterwegs. Und der erste Schritt, den wir machen müssen, ist schreiben, take my money. Wir müssen einen Account registrieren. Und ich habe das extra mal wirklich ganz, ganz von Grund auf gemacht. Ich habe so getan, als ob ich nicht mal eine E-Mail-Adresse habe, respektive eine komplett neue E-Mail-Adresse registriert, damit ich ganz clean bin. Das heißt, auf der Anmeldemaske von portal.azure.com habe ich einfach mal gesagt, ich erstelle mal ein Konto und habe dann entsprechend meine neue oder neu erstellte E-Mail-Adresse eingetragen. Habe dann ein Kennwort erstellt, das heißt ein neues Kennwort festgelegt, musste dann natürlich die E-Mail-Adresse bestätigen, bin dann in mein Mail gegangen, habe den Code rauskopiert, eingetragen und juhu, ich war in Azure. Ich hatte mein Azure-Portal-Account eingerichtet. Das war eigentlich gar keine große Sache. Bis hierhin wunderbar. 1A kann ich nicht reklamieren. Das heißt, Schritt 1 war Azure User Account und den haben wir jetzt. Alles wunderbar. What's coming up? Was ist das nächste, was wir tun sollten? Ja, das nächste, was wir tun sollten, ist, wir sollten uns den Azure AD Tenant einrichten. So. Wie machen wir das? Wir gehen im Azure Portal und geben oben einfach mal ein Azure Act oder Active Directory oder irgendein anderer Suchbegriff. Teilweise kommt es auch unten in dieser Zeile. Wir wählen dieses Azure Active Directory aus. Wir kommen gleich noch drauf, um das ein bisschen genauer zu spüren, was das genau bedeutet.
Wir können dann auswählen zwischen zwei Optionen. Wir können sagen, ich möchte ein Azure Active Directory einrichten oder ich möchte ganz neu, ziemlich neu, ein Azure Active Directory B2C einrichten. B2C steht ja für Business to Consumer. Und das soll bedeuten, dass wir ein Azure AD einrichten würden, damit wir unseren Kunden, wenn sie unseren Online-Shop besuchen, etc., zum Beispiel, dass wir denen auch die Möglichkeit eines User Account Managements bieten. Dass dann eigentlich Azure AD B2C die ganze Authentifizierung übernimmt von unseren Internetkunden, Shopkunden etc. Also auch da mischt oder möchte Microsoft mitmischen. Das ist bei mir jetzt da noch inaktiv, weil ich noch keine sogenannte Subscription hatte, noch kein Abonnement hinzugefügt hatte. Sobald ich das getan habe, könnte ich ja im Prinzip auch dieses B2C werden. Aber für das möchten Sie natürlich Geld verdienen. Azure Active Directory grundsätzlich, die Basic-Version zumindest, ist ja im Prinzip kostenlos, wenn es für die internen Mitarbeiter geht. Weil das ist der Startpunkt für Microsoft, um dann wirklich Geld zu verdienen. Darum kann man das auch sehr gut in der Basisversion kostenlos machen. Gut, also ich wähle Azure Active Directory. Ich gebe dann meinen Organisationsnamen ein, wähle mir eine Domäne aus unterhalb von onmicrosoft.com, also eine Subdomäne. Und lege fest, wo mein Serverstandort dann sein soll, respektive wo mein Firmenstandort sein soll. In Europa, Rechnungszentrum. Gut, natürlich möchten wir es nicht belassen bei diesem Namen iTrainLab on Microsoft.com, aber auf das kommen wir später zu sprechen. Kurz und gut, Mandant wird erstellt, wenn wir es bestätigt haben. Und wenn da die wunderschöne grüne Hakenmeldung kommt, ist alles in Ordnung. Und als nächstes sollten wir es dafür sorgen, dass es nicht so ein komplizierter Name ist wie iTrainLab on Microsoft.com, sondern sollten da noch unseren eigenen benutzerdefinierten DNS-Namen hinzufügen. Das können wir tun hier unter Namen der benutzerdefinierten DNS-Domäne. Wieder eine wunderbare deutsche Übersetzung. Ich habe es aber extra mal auf Deutsch gescreenshottet, damit man dieses Übel auch sieht. Einfach sonst auf das Icon gehen, was eher ein Zertifikatsymbol ist, dann ich gar nichts mit dem zu tun hat. Aber wir wählen es einfach mal aus und können hier die Namen der benutzerdefinierten Domänen dann verwalten, können einen neuen hinzufügen zum Beispiel. Das tue ich dann auch gleich mal, füge da einen neuen hinzu, sage hier itrainlab.com soll mein Domänensuffix sein, mein Domänenname sein, dass ich nicht an microsoft.com verwenden muss. Bestätige das und wenn ich Glück habe, wurde er mal grundsätzlich hinzugefügt, aber als nächstes muss ich natürlich auch bestätigen und somit beweisen, dass ich wirklich der Inhaber dieser Domäne itrainlab.com bin. Das kann ich tun über einen Text Record in DNS oder über einen MX Record in DNS. Kopiere mir da die Angaben raus, gehe auf meine DNS-Verwaltung, hier als Beispiel Cloud DNS, welches ich gerne mal verwende, nach dem DynDNS DNS von Oracle übernommen wurde und diese DynDNS in die Kacke geritten hat, meiner Meinung nach, war der treuer Kunde seit ungefähr 20 Jahren, aber was da abgegangen ist im letzten Jahr bei Oracle und DynDNS ging unter keine Kuhhaut. Naja, wie auch immer, Cloud DNS macht das Ganze auch ganz gut. Habe dann einen Texteintrag gemacht unter meiner Zone itrainlab.com, gehe dann zurück aufs Azure-Portal, lass mir das bestätigen und wenn die entsprechende Propagation schon durchgegangen ist von DNS und kein Caching-Issue und keine Tippfehler da sind, dann wird diese Domäne bestätigt und wir können diese dann auch als primäre Domäne festlegen, damit wir in Zukunft User erfassen mit @itrainlab.com. Ist eigentlich ähnlich wie bei Active Directory On-Premise, wo man ja auch alternative User-Principal-Names-Suffixe erfassen kann unter Active Directory Sites and Services, sorry, Domains and Trusts. Und dann, sobald die erfasst sind, dann auch im Active Directory Users and Computers den entsprechenden Benutzern zuweisen können. Gut, was mich dann am Anfang ein bisschen verunsichert hat, waren so die Begrifflichkeiten. Wir haben jetzt unser Azure Active Directory grundsätzlich mal eingerichtet und mit einem Namen versehen. Und dann kommt auf dem Azure-Portal irgendwo auch der Begriff Azure AD Domain Services ins Spiel. Und für mich als ganz unwissender Mensch in der Cloud, unerfahren wie ich war, habe ich natürlich gedacht, ja gut, also ich meine, Azure Active Directory ist jetzt da und jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch den Domain Service, damit wir da ein bisschen mehr damit machen können.
Also habe ich mal frisch und flott den Azure AD Domain Service installiert und musste dann feststellen, das war gar nicht, was ich wollte. Also nochmals Unterschied, Azure Active Directory ist im Prinzip einfach die Cloud-Implementierung von Microsoft einer IAM-Lösung, also einer Identity and Access Management-Lösung. Da geht es darum, dass eure Identity, euer User-Account verwaltet werden kann und festgelegt werden kann, wer auf was, welche Applikation etc. Zugriffsrechte hat. Ist somit auch der Backbone von Office respektive Microsoft 365, wie es jetzt ja neu heißt. Das heißt, alle Office-Lizenzen etc., aber auch andere Dinge, Intune, Endpoint Management, werden auf diese Azure Active Directory User belegt und lizenziert. Natürlich kann man das Azure Active Directory auch synchronisieren mit dem On-Premise Active Directory in meiner AD-Domäne, die ich On-Premise habe. Da gibt es ein Tool dafür, das haben sie jetzt auch wieder angepasst, dass das Ganze auch nur mit einem Agent lokal funktioniert und komplett in Azure konfiguriert werden kann. Bisher musste man das Tool lokal konfigurieren, also was möchte ich raufsynken etc. Mittlerweile haben wir das wirklich ersetzt, dass dann nur der Agent installiert wird lokal und dass er auf der Cloud-Basis dann gesagt werden kann, was synchronisiert werden soll. Ist aber noch Beta, ich habe es versucht, funktioniert noch nicht komplett sauber. Also abwarten, nicht überbeißen. So, was ist dann Azure AD Domain Service? Azure AD Domain Service, ich interpretiere das so, dass es einfach für diejenigen ist, die nicht zwei VMs erstellen können, auf die einen Domain-Controller-Promotion machen können. Das heißt, wenn ich das dazu buche, gebe ich auch einen Domain-Name ein. Es werden dann zwei virtuelle Domain-Controller, also VMs erstellt mit einem kryptischen Namen, den Microsoft festlegt. Es wird diese Domäne gebildet automatisch auf diesen zwei Domain-Controllern. Und man kann festlegen, dass sich das Azure Active Directory auch wiederum synken soll mit dieser Azure AD Domain Service Domäne, die man da neu eingerichtet hat. Also man kann festlegen, alle Benutzer sollen auch in der Domain Service Domäne verfügbar sein oder nur eine Teilmenge gemäß Filter. Vorteil ist, ihr könnt dann weitere VMs in Azure bauen und dieser Azure AD Domain Services Domäne joinen. Also da geht es ganz normal als AD Domain Join, also wie eine On-Premise-Domäne wird das gehandelt, einfach dass sie in der Cloud läuft. Und wenn ihr sowas möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, aber rein für alle anderen Features, die wir jetzt für eine Azure AD Only Domäne anschauen heute in der Keynote und was es eigentlich auch ausmacht, eine Azure AD Only Domäne zu sein, braucht ihr diese Domain Services eigentlich nicht. Kurz und gut, brauche ich nicht, gehen wir weiter, AD Tenant ist eingerichtet, alles ist wunderbar. Schritt Nummer 3. Als nächstes geht es um Geld, nämlich die Zuweisung von Lizenzen. Weil alles, was ich bis jetzt habe, ist schön und gut, aber ich kann noch nichts wirklich Cooles damit tun. Ich meine, jetzt habe ich die Möglichkeit, mich auf dem Azure-Portal, falls ich dann auch berechtigt bin, mich anzumelden. Wenn ich auch User entsprechend erstellt habe, denen bringt es momentan noch überhaupt nichts, weil es sind keine Dienste zugewiesen, keine Applikationen etc., die der Benutzer gebrauchen könnte. Und wenn ich Applikationen und Dienste etc. zuweisen möchte, dann sind das eben oder sind Lizenzen fällig. Bei Microsoft-Produkten geht das direkt dann eigentlich über dieses Azure-Portal. Für etwaige andere Applikationen, die einfach über SSO angesprochen werden sollen, geht es natürlich über den Webshop der entsprechenden Applikation, wie Slack zum Beispiel oder Dropbox oder Box.com etc., wo man das dann einpflegen muss. Für die Microsoft-Lizenzen geht man im Azure-Portal ins Azure Active Directory und kann dann pro Azure Active Directory Lizenzen verwalten. Also das ist immer pro AD eigentlich Azure AD getrennt. Ich gehe dann auf den Punkt Lizenzen und kann dann Lizenzen ausprobieren und kaufen. Also das Schöne ist, sie lassen einen wirklich mal ausprobieren. Sie sind ja auch immer sehr großzügig mit neuen Subscriptions. Bis jetzt haben wir noch keine Subscription gemacht, brauchen wir auch momentan noch nicht. Aber einfach mal, wenn man neue Subscriptions macht, dann bekommt man auch sehr gerne mal irgendwie $150 im ersten Monat, die man auf den Kopf hauen kann. Dasselbe gilt auch für, wenn man Microsoft Partner ist zum Beispiel, hat man ja ungefähr $150 wegen dem. Wenn man das MSDN abonniert hat, hat man $150 pro Monat wegen diesem.
und so weiter und so fort. Also man bekommt immer ein Zückerli und dann wird es irgendwann so Richtung Geekmania. Man stellt noch kurz ein Geekmania Session Portal online und schwuppdiwupp gehen 30 Franken pro Tag weg wegen den Ressourcen, die wir noch zugewiesen haben. Aber zumindest, wie man sieht, funktioniert es und läuft es. Also ihr seid drin. Gut, wir können hier also auf Ausprobieren, Kaufen klicken. Es wird eine Maske geöffnet, wo ich sagen kann, ja, was möchte ich denn gerne ausprobieren? Da haben sie wunderschöne so Packages geschnürt, möglichst kryptisch auch. Das heißt zum Beispiel Enterprise Mobility and Security. Wir sehen dann nachher gleich noch, was das Ganze bedeutet. Da gibt es noch eine Stufe, ein Level, das E3 oder E5. Da ist jetzt das E5 abgebildet. Also sie möchten uns gerade mit den Königsdrogen anfixen, sozusagen, mit dem, was ein bisschen mehr kostet. Und ja, Azure AD Premium P2 gibt es unten dran noch. Das ist der Premium 2 Plan. Es gibt noch den Premium 1. Also da wird anders nummeriert. Da geht es einfach darum, dass man im Azure AD noch gewisse Features erhält, wie zum Beispiel, dass wenn sich jemand auf einem Azure-Portal anmeldet oder über Single Sign-On sich anmelden möchte, dann wird kurz zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, auch das Password-Prompt zu personalisieren, ein Hintergrundbild zu setzen, welches Company-branded ist und ein Logo hinzuzufügen etc. Gut, das heißt, wenn ich das mal hier auswähle, dieses Enterprise Mobility and Security, dieses EMS E5, dann bedeutet das Folgendes. EMS E3 beinhaltet halt nur die Endpunktverwaltung, also die, das Endpoint Management, das Mobile Device Management sozusagen, aber auch gewisse Dinge der Identitäts- und Zugriffsverwaltung. Zum Beispiel wird da auch das Active Directory Azure AD P1 inkludiert sein, was mir eigentlich in der Regel ausreicht. Also wir haben selbst das P1, da kann ich schon eine Personalifizierung vornehmen, der Login-Masken etc. Also von dem her, ja, wenn ich da nicht Riesenansprüche habe als Enterprise, Großunternehmen bin, dann reicht mir das meistens. Ich habe die komplette Endpoint-Management-Geschichte. Ich habe gewisse Features im Informationsschutz, einfach nicht alle. Man könnte das da aufklicken, dann sieht man es genauer. Aber das heißt nicht, wir haben nichts, sondern wir haben etwas davon. Und wir haben die identitätsgestützte Sicherheit. Kostenpunkt 8,70 Franken pro Benutzer und Monat. Und E5 wäre dann halt wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Man hat alles, kostet dann so knapp das Doppelte. Aber da kommen wir später noch drauf zurück. Ich bekomme ja da jetzt mal gratis und kostenlos von Microsoft zum Ausprobieren das EMS E5, also das große Abo. Und wenn ich das da hinzufüge, dann erscheint das auch ein paar Minuten später nur noch 1000-mal Refresh klicken. Also man muss mit Azure einfach geduldig sein. Und dann ist alles wunderbar. Bekommt man das auch mal irgendwann in dieser Liste. Das heißt, wenn Azure mal irgendetwas nicht sofort so tut, wie es ihr gerne hättet, zweifelt nicht zuerst an euch selber. Geht einen Kaffee trinken, nehmt noch ein Stück Kuchen dazu, geht noch kurz ins Gym und irgendwann am Abend und oder am nächsten Morgen am allerbesten, wenn ihr den Frust weggesoffen habt vom Abend und aufgestanden seid, dann probiert es nochmals und meistens geht es dann auch, weil einfach Azure ein bisschen Hiccup hatte. Also ganz ruhig bleiben. Ja, Lars, Geduld braucht es manchmal. Er kann es bestätigen, er ist Azure AD only. Gut, wenn wir die Lizenz zugefügt haben, weisen wir dann natürlich diese Lizenz dann auch noch den Benutzern oder besser natürlich den Gruppen zu. Wir können im Azure AD natürlich auch Gruppen bilden und Benutzer diesen Gruppen hinzufügen. OOS gibt es in diesem Sinne nicht direkt, aber mit Gruppen kann man das sehr gut lösen und kann dann sagen, ich möchte gerne diese Lizenz EMS E5 jetzt zuweisen, einem Benutzer oder eben einer Gruppe. Und kann dann auch noch genauer definieren, welche Parts von diesem EMS E5 soll der Benutzer dann wirklich bekommen. Das heißt, ich kann hier schön auswählen im Prinzip, möchte ich ihm das Azure Active Directory Premium 1 geben und die zwei Features auch. Azure Rights Management, was jetzt natürlich nur im E5 mit dabei ist. Und so weiter und so fort. Kann ich hier eigentlich bestimmen, was soll er bekommen oder was soll diese Gruppe von Azure-Benutzern erhalten. Dann klicke ich am Schluss auf Zuweisen und das habe ich dann mal so frisch und fröhlich beim ersten Mal gemacht und Azure war der anderer Meinung. Er hat gesagt, how about no?
Ja, es hat mich mit einer Fehlermeldung abgewatscht und diese Fehlermeldung sah dann wie folgt aus. Fehler bei der Lizenzzuweisung für einen Benutzer. Und wenn man das dann aufklickt, dann bekommt man diese Detailmeldung und die sagt dann License cannot be assigned to a user without a user's location specified. Ich muss dem Benutzer also zuerst mal eine Usage Location zuweisen, was ich im Azure AD machen kann, indem ich den Benutzer öffne, auf Bearbeiten klicke zuerst, wo jetzt Speichern steht, ist Bearbeiten gewesen, wähle dann diesen Nutzungsspeicherort aus, wähle mein Land aus, sage dann Speichern und sobald ich das getan habe, funktioniert's. Also wenn ich das so mir das erste Mal angeschaut habe, konnte ich nur sagen, hey, what the fuck? Also das ist nicht unbedingt das, was ich so als dringend notwendig empfunden hätte, dass ich das da mit angebe. Aber Azure findet das anscheinend extrem wichtig. Gut, somit hat mir die Lizenz mal einem Benutzer zugewiesen. Einfach mal Testumgebung, klar würde es mal einer Gruppe machen. Und somit habe ich auch meine EMS-Lizenzen zugewiesen. Meine Endpoint Management und Security-Geschichten sind soweit gemacht. Und da wir jetzt die EMS und somit auch MDM-Lizenz haben von Intune, können wir natürlich auch dieses MDM als nächstes konfigurieren. So, MDMs everywhere. Und somit durfte ich meine ersten Erfahrungen sammeln mit Microsoft Intune und Intune Mobile Device Management. Im Prinzip gehe ich hier im Active Directory, Azure Active Directory, auf der linken Seite auf Mobilität, MDM und MOM. Ist noch lustig, dass es alles unter dem Azure Active Directory so zu finden ist. Und hier drinnen kann ich dann sagen, ob ich das MDM oder auch das MOM aktivieren möchte. Was ist jetzt MDM, was ist MOM? Kurze Gegenüberstellung, Klammer auf. MDM, Mobile Device Management, da wird das ganzheitliche Device kontrolliert und verwaltet und ermöglicht somit auch das entfernte Löschen oder Zurücksetzen das ganze Gerät, wenn es kompromittiert, geklaut, was auch immer wurde. Ich kann sagen, du musst einen möglichst komplexen Code eingeben, ansonsten kannst du das Gerät gar nicht erst mit dazu nehmen. Und das geht natürlich nicht nur für Windows-Systeme, das geht natürlich auch für irgendwelche Apple-Produkte, iPad, iPhone, für Android-Telefone oder Smartphones etc. Mal im Gegensatz ist das Mobile Application Management. Dafür verwaltet ihr eigentlich nur Applikationen oder applikationsspezifische Einstellungen. Das könnt ihr natürlich auch kombinieren miteinander. Für MAM braucht es aber dann auch Anwendungen, die extra für Intune gemacht wurden. Also das findet man zum Beispiel auch im App Store, dass es da Dinge gibt, wie zum Beispiel Cisco WebEx for Intunes. Und da muss man diese spezielle Version herunterladen und die lässt sich dann eigentlich über das Azure-Portal, respektive über das Endpoint-Management-Portal, über Intunes, über das MOM direkt im Detail ansteuern. So ein bisschen GPO-like, dass man da die Einstellungsmöglichkeiten gezielt hat für die Applikation. In meinem Beispiel bin ich mal überhaupt froh, ich kann mein Device managen, ich kann AD joinen, Azure AD joinen und somit brauche ich nur MDM, MOM brauche ich nicht, für mein Beispiel zumindest. So, wenn ich jetzt Intune konfigurieren möchte, dann brauche ich den MAM. Der MAM ist der Microsoft Endpoint Manager. Und den erreiche ich unter anderem, wenn ich da im Azure-Portal sage, ich gebe mal Intune ein, weil früher war es so, klickte dann auf Intune und konnte im Azure-Portal Intune konfigurieren. Was kommt heute im Jahr 2020? Es kommt diese Seite, wenn ich Intune anklicke, wo besagt, Intune wurde verschoben, wir haben ein separates Portal dafür gemacht, wieso sollte man auch alles zentral an einem Ort zusammenfassen, wenn man das Ganze auf ganz viele Portale unterteilen kann. Es gibt ja noch Account Microsoft.com, es gibt Microsoft365.com, es gibt Office365.com, es gibt eben dieses Endpoint Manager Portal, es gibt ganz, ganz, ganz viele Portale bei Microsoft und tja, da muss man sich wieder ein bisschen zurechtfinden und halt ja, das dezentrale Modell von Microsoft mögen. So, another portal you will need for that. I smell Microsoft, boys. So, wie auch immer, wenn ich dann diesen Link anklicke, auf diesen Endpoint Manager, dann sieht das Ding so aus. Also ein bisschen wie das Azure Portal, aber noch nicht ganz. Also man hat sich da gewisse Style-Elemente gehalten, aber nicht komplett.
Was mich schon mal freut war, beim zweiten Anlauffahren nach alles mal aktiv und fehlerfrei, schön grün dargestellt, alles wunderbar, somit alles gut. Und ja, ich meine, ich hätte jetzt nicht auf dieses Portal gehen müssen. Ich habe vorher MDM schon aktiviert für alle Geräte. Das heißt, die Geräte müssten eigentlich jetzt schon die Möglichkeit haben, sich zu verbinden mit diesem Azure AD. Und damit schauen wir uns das Ganze mal an, wie das funktioniert. Aber bevor wir uns da genauer mit dem Azure AD Join beschäftigen, vielleicht erstmal so ein paar Worte zu diesem ganzen Join Jungle, wie ich den so gerne nenne. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie ich ein Azure AD Join oder ein AD joinen kann. Es gibt zum einen mal Azure AD Joint. Das wäre, indem ich mein Windows 10 Gerät oder auch mein iPhone, iPad, Android Device verbinde mit Azure AD Only. Das heißt, ich würde dann mein Gerät bei Microsoft registrieren oder in meiner Azure AD registrieren. Das Ganze kann ich jetzt auch sehr bequem machen auf Windows 10. Bei den neueren Versionen wird man ja im Prinzip defaultmäßig eh mit dem konfrontiert, dass man einen Azure AD User eingeben soll. Und wenn man das nicht möchte, ihr seht es später noch auf dem Screenshot, wenn ihr es noch nie gesehen hättet, gibt es unten links so ganz klein die Option als Link, so du kannst auch den herkömmlichen AD-Join verwenden, wenn du das unbedingt dir antun möchtest. Obwohl das natürlich immer noch die Variante ist, die man da draußen um einiges mehr findet. Azure AD-Join registriert dein Gerät gegenüber einer MDM-Lösung in Azure, ermöglicht somit das Mobile Device Management, ermöglicht somit aber auch den Zugriff mit SSO Modern Authentication auf Applikationen, die du mit deinem Azure AD verbunden hast. Sie ermöglichen einen Self-Service PB-Reset. Wow, wie beeindruckend. Das habe ich schon mit ASP programmiert, vor 20 Jahren. Dann als Unterschied gibt es Domain-Join. Das ist das klassische On-Premise-Domain-Join oder auch in eine Azure AD Domain-Services-Domäne in Azure, wo man Domain-Join sein kann. Das ist mehr herkömmlich über die Computerverwaltung, respektive Computernameänderung, Domain-Join, Domänenname eingeben. Da haben wir auch SSO On-Premise. Wir haben Group Houses, yay, die sind immer noch cool, gibt immer noch viele Möglichkeiten, wenn sie auch langsam verstaucht sind. Ja, wir haben keine Abhängigkeiten und keine Abos. Wir sind wirklich On-Premise, einmal bezahlt, gut ist, bis der Support abläuft. Dann gibt es noch Hybrid Azure AD Joint. Das ist einfach, wenn ich Domain Joint bin, herkömmlich On-Premise oder in einer normalen AD-Domäne und gleichzeitig mein Gerät auch in Azure AD registriert habe, gejoint habe. Gejoint, sagen wir gejoint, weil registriert gibt es eben auch noch Azure Registered. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Office installiere auf meinem iPhone und die Apps das erste Mal starte, mein iPhone ist nicht registriert bei Intune oder beim MDM, dann muss ich mich auch anmelden, um meine Lizenz zuzuweisen, damit das Office funktioniert. Und wenn ich das tue, wird mein Gerät zumindest Azure Registered. Da kann man von Intune aus nichts Böses machen mit meinem Gerät, aber es wird dennoch halt hinterlegt, damit man es auch online entsprechend sperren könnte, den Zugriff auf diese Office-Applikation. Das sind also die Unterschiede, die es da gibt. Was mein Ziel ja war, ist Azure AD Joint Only. Das heißt, die erste Option, die strebe ich an. Ich möchte mal gar keine On-Premise-Domäne haben. Für das muss ich erstmal einen frischen User erstellen. Und damit ich dann mal wirklich von Grund auf anfangen kann und beginnen kann, da gehe ich also wieder ins Azure Active Directory, sage hier, neuer Benutzer, den möchte ich gerne haben, kann dann auswählen, ob ich einen Benutzer erstellen möchte oder einfach einladen. Einladen macht es den Admin einfach, da wird einfach die E-Mail-Adresse angegeben, der User bekommt eine Mail mit einem Link, klickt drauf, gibt seine Eingaben self-service-mäßig selber ein und bekommt dann ein Passwort zugewürfelt. Und ich habe mich dabei entschieden, einen Benutzer zu erstellen. Wähle da den Benutzernamen, den Ferdinand Inanz, Kurzform f.inanz@itrendlab.com, welcher auch auswählbar ist, weil wir es ja bestätigt und registriert haben. Ganz wichtig, wählt dann die Usage Location aus, weil ihr werdet dem Benutzer später eine Lizenz zuweisen. Ansonsten werdet ihr nicht glücklich werden. Wenn der User dann da ist, ja, kann ich hingehen, mal in die Lizenzzuweisung. Wiederum ins EMS E5, in das Enterprise Mobility and Security E5, weise dann dem Benutzer Ferdinand Inanz die Lizenz zu, neben User Location nicht vergessen, haben wir aber daran gedacht, alles ist gut.
Und auch wenn wir einen Benutzer haben, sollten wir auch mal einen frischen Client haben. Also ich wollte da nicht mein Produktivsystem mit dieser Testdomäne oder Labdomäne kombinieren. Ich wollte das Ganze ein bisschen getrennt halten. Also habe ich mir einen frischen Client installiert. Und ich wurde schon angedroht, das Screenshot hier. So sieht das Ganze heutzutage bei Windows 10 aus. Das ist die Second Half Edition schon von Windows 10. Wir haben jetzt aufgehört mit diesem 2003, was ja eigentlich 2004 heißt und eigentlich 2005 released wurde. Wir nennen jetzt auch eben 20H2, um zu sagen, das ist die neue Edition, eigentlich 2009. Ja, es ist so ein bisschen wild, wie Microsoft ihre Benennung die ganze Zeit ändert. Aber hier werde ich zuerst mal penetriert mit, hey, gib deinen Worker School Account ein, du authentifizierst dich mit Microsoft, das heißt mit Azure AD per Default. Und wenn du so ein Oldschool-Guy bist wie der Pflaum, dann kannst du natürlich auch einen Domain-Join vornehmen hier unten, den Link anklicken und dann machen wir das Ganze auf die altbackene Art und Weise weiter. Naja, dieses Mal nicht. Dieses Mal war ich stark, habe durchgebissen, habe ein bisschen CBD-Tropfen genommen und habe da bestätigt diesen Benutzern und musste als nächstes natürlich das Passwort eingeben, das Initialpasswort. Habe es dann entsprechend auch sofort gemeldet bekommen, dass man das Passwort bei der ersten Anmeldung ändern muss. Schön integriert hier. Gib also mein altes Passwort und zweimal das neue ein. Und dann kommt der altbekannte Screen, wie man ihn so kennt, seit ungefähr Windows Vista ist da, glaube ich, eingeführt worden. Das ist so über Minuten noch streckt und ich gerne mal wissen wollte, was da im Hintergrund gemacht wird. Ich meine, einfach das Default-User-Profil kopieren alleine kann es ja nicht sein. Also da wird richtig viel Zeit gebraucht für das, was da immer passiert. Und tja, das Einzige, was sich dann eigentlich bei einer Neuanmeldung oder nach einem Reboot, wenn ich mich anmelde, am System ändert, ist, ich habe dann dieses Ferdinand Dinanz auch direkt hier, kann mich mit dem Azure AD Account anmelden, habe auch hier dieses lustige Symbol, was zeigt, hey, das ist ein Azure User und das ist nicht ein lokaler User, der halt als normaler User dargestellt wird. Hier ist es viel fancier mit diesem wunderschönen Badge-Symbol, dass das so ganz cool ist. Erinnert mich zwar an diejenigen, die es mal eingeführt haben, und das sind so eher diese zwei Kerle oder Damen und Herren hier, die da diesen Patch revolutioniert haben. Wie auch immer, wenn ich mich das erste Mal dann auch anmelde oder nochmals anmelde, bekomme ich auch die Aufforderung, da noch ein paar weitere Dinge zu konfigurieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch das Windows Hello, die Face Recognition aktivieren, ich könnte Fingerprint aktivieren, PIN aktivieren, einfach alternative Anmeldemethoden, um auch, wenn ich das Passwort vergessen habe, zu verhindern, dass ich nicht reinkomme, dass ich Alternativen habe. Oder vielleicht sogar Multifactor Authentication verwenden muss. Da kommt eben die wunderschöne Meldung im Webformat, das Pop-up, dass mehr Informationen required sind. Ich klicke damit Next durch, registriere mich halt mit einer alternativen E-Mail-Adresse für die Passwortrücksetzung zum Beispiel, je nachdem, was man auf dem Portal noch festgelegt hat. Das kann man alles konfigurieren. Und bekomme dann irgendwann meinen Desktop. Juhu! Wie man auch schön sehen kann, ist der Chromium-basierte Edge standardmäßig installiert auf der neuesten Windows 10-Version. Auch mal endlich ein Fortschritt, dass man nicht mit dem alten noch Vorlieb nehmen muss. Der katastrophale. Tja, und IE gibt es natürlich immer noch. Das bringen sie zwar vielleicht vom Icon her mal irgendwann raus, haben sie angekündigt, aber wenn sie IE komplett mit allen DLLs entfernen, dann bootet Windows nicht mehr. Tja, derweil im Microsoft Endpoint Manager, was ist da passiert in der Zwischenzeit? Interessant war ja, dass ich beim Windows 10 Setup, beim Standarddialogen, nie die Möglichkeit hatte, einen Computernamen festzulegen. Das heißt, er hat mir einfach einen Computernamen generiert, Desktop, Tilde, Kauderwelsch-Zeichen und hat mich mit diesem Namen dann auch im MDM-Portal, im Intune-Portal registriert. Hier sieht man ihn, diesen Desktop-T8FAMB. Naja, muss man damit leben können oder muss halt das Ganze gescheiter aufsetzen mit automatisierter Softwareverteilung etc. Gibt auch noch SCCM, den man on-premise einsetzen könnte. So, und jetzt habe ich mich natürlich gefragt als On-Premise-Guy, ja, wo sind jetzt die GPOs? Ja, die GPOs
gibt's so in der Form nicht, aber kannst du PowerShell? ja, ich kann PowerShell zum Glück ein bisschen. Ja, man kann jederzeit hingehen und Geräte wie Windows-Geräten PowerShell-Skripts zuweisen. Man kann sagen, in welchem Kontext sollen die laufen etc. Wir können das sogar immerhin auch auf Gruppenebene machen. Also wir können das zuweisen auf Gruppen, also wie Gruppenrichtlinien. Gruppenrichtlinien konnte man nur auf oder kann man nur auf OUs verlinken oder Sicherheitsfiltern. Hier bei diesen Intunes-Regeln geht es eigentlich immer über Gruppenzuweisungen in der Regel. Tja, wie auch sonst eben, OUs gibt es ja nicht im Azure Active Directory. Vielleicht kommt das mal, aber momentan halt noch nicht. Neben PowerShell gibt es natürlich schon noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ich möchte jetzt nicht nur begrenzen, auf mit PowerShell kann man Einstellungen treffen. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, Zertifikate zu verteilen. Zum Beispiel unsere interne Root-CA, unsere Zertifizierungsstelle. Finde ich echt cool. Vor allem finde ich es cool, weil man es nicht nur auf Windows-Geräte, sondern eben auch auf diese Geräte verteilen kann. Auf irgendwelche Androids oder iPhones, wo man das vertrauenswürdig definieren kann, dieses Zertifikat, und somit auch mit internen Zertifikaten arbeiten kann bei gewissen Diensten. Da wähle ich aus, wo das hin soll, in Standzertifikate vertrauenswürdige. Wer soll es bekommen? Könnt ihr da noch Anwendbarkeitsregeln definieren? Bitte nur dann, wenn das Betriebssystem so und so ist. Das ist im Prinzip vergleichbar mit den WMI-Filtern in der Gruppenrichtlinie, wo man auch noch so Detailentstellungen machen könnte. Überprüfe das Ganze nochmals, bestätige es, es wird erstellt und verteilt. Und somit bekommen die Leute, wenn man das sieht, im Hintergrund momentan das iTrain RootCA-Zertifikat noch nicht vorhanden. Das hier ist im Prinzip der Intune GP Update. GP Update Force bringt nichts bei Intune, aber man kann da in die Device Settings gehen. Da sieht man Manage by iTrain Lab und da kann ich auf Sync klicken und dann wird automatisch eine Art GP Update für Intune durchgeführt. Also das ist im Prinzip hier versteckt unter diesem Info-Button, ist der Sync-Button und wenn das dann gemacht ist, dann habe ich hier auch die iTrain Core RootCA als vertrauenswürdig hinterlegt. Cool, was kann ich sonst noch tun? Ich kann natürlich auch Windows Defender konfigurieren. Ich kann sagen, das soll gelten, der muss aktiviert sein, der muss aktuell sein etc. Ich kann BitLocker steuern zentral. Ich kann sagen, BitLocker muss angeschaltet sein, dass die Laufwerke müssen verschlüsselt werden. Sobald ich das einstelle auf Intune und sich das MDM-gesteuerte Gerät das erste Mal synchronisiert, was natürlich auch automatisch passiert im Hintergrund, wird automatisch ein Pop-up angezeigt, du musst deine Festplatten verschlüsseln, dann kann ich da entsprechend gleich auswählen, ich möchte das. Der Assistent bestätigt dann nochmals, ich habe da nichts anderes installiert, was da dagegen wirken könnte, bitte mach das für mich und es wird gestartet. Und wir haben sogar a tiny bits of GPOs, so eine kleine Preview. Das heißt, wir können im Intune auch die Profil für appositive Vorlage verwalten. Appositive Vorlagen kennen wir natürlich von GPOs. Da ist aber ja nicht alles drin, sondern nur ein kleiner Teil davon. Aber es sieht so ein bisschen aus wie das gute alte GPO Group Policy Management. Man kann da auf der linken Seite auch die Tree View aufklicken, um die Konfigurationsoptionen zu sehen und kann da Computerkonfigurationen und Benutzerkonfigurationen vornehmen. Wie gesagt, geht das auch mit iOS-Geräten und anderen Android-Geräten etc. Für iOS muss man zum Beispiel erst ein Zertifikat von Apple beziehen, da braucht es auch eine Apple-ID, die da im Developer-Programm registriert ist. Das wird aber wunderschön mit einem Assistenten durchgeführt. Also ich könnte auch da sagen zum Beispiel, was muss das iOS-Gerät erfüllen, damit es überhaupt sich da registrieren darf. Ich kann Branding-Optionen festlegen mit P1 von Azure Active Directory und eben ein Hintergrundbild wählen für die Anmeldemaske, ein Logo hochladen etc. Das wird dann auch schön angezeigt. Tolle Sache. Das ist eigentlich das große Feature von Basic zu der bezahlten Version, die aber auch im EMS E3 schon mit dabei ist. Meine Zusammenfassung, mein Fazit über dieses Leben in Azure AD Only bis dahin ist eigentlich mal erstmal zu den Pros. Es gibt ja auch wirklich Vorteile. Ich habe wirklich Appetit bekommen auf gewisse Dinge und vorher natürlich auch schon gehabt. Die Vorteile sind für mich ganz klar, Bring Your Own Device wird unterstützt, Mobile Devices, nicht nur Windows-Produkte. Wir haben SSO mit Cloud Applications, das heißt, ich muss nicht überall meine Passwörter mir merken, ich kann mich einmal anmelden, ich muss mich auf dem Windows-System authentifizieren und automatisch im Hintergrund komme ich dann auch auf alle anderen Applikationen. Es hat ein sehr ausgeklügeltes Rollenkonzept,
Also ich kann sehr genau definieren, fast zu genau ehrlich gesagt, wer darf was haben, wer was nicht. Also ich habe meinen Account gelöscht, neu erstellt und plötzlich sah ich keine Subscriptions mehr. Da musste ich mich selber erst wieder berichtigen, obwohl ich schon Global Admin war. Also da gibt es ein paar Spezialitäten, die sind fast ein bisschen zu extrem im Rollenkonzept, im IAM. Was auch cool ist, natürlich das Compliance Endpoint Management, dass man kann auch wirklich sagen, du musst übereinstimmend sein mit diesen Einstellungen, sonst kommst du nicht rein. So ein bisschen wie NAP das auch mal versucht hatte, mit im Netzwerk zu machen. Also das so die Pros für mich, die großen, die vier, die wichtigsten vier. Dann gibt es aber natürlich auch Cons, das was dagegen spricht. Das eine ist für mich, ich habe keine detaillierten Möglichkeiten wie GPOs zu setzen. Also ich habe zwar ein Grundset, was da vorhanden ist, aber nicht das komplette Programm. Also ich kann das nicht ins Detail steuern. Das mag bei Bring Your Own Device nicht unbedingt relevant sein, wenn das die Zukunft sein soll für alle. Aber ich denke, es wird auch weiterhin Geschäftscomputer geben, die man genau steuern muss. Und da müsste man schon ein bisschen genauer auch die Möglichkeiten geben. Dann ist man halt abhängig von den Cloud-Diensten und deren Uptime und Azure war dieses Jahr ein paar Male nicht online. Das heißt, ja, sollte man auch Vertrauen haben können. Wir haben keine erweiterten AD-Features, also Schemaerweiterungen, eigene Attribute etc. kann man zum Beispiel noch nicht machen. Ja, gewisse Dinge fehlen halt einfach. Der Recycle-Bin kommt jetzt wenigstens oder ist im Preview. Und dann halt die abo-basierte Abrechnung. Und da mögen jetzt die einen sagen, das ist cool, weil das kann ich dann kalkulieren nach Jahr. Jedes Jahr habe ich den gleichen Betrag. Ich sage halt, ja, es ist unter dem Strich schon einiges teurer, werden das gleich sehen. Und wieso nicht einfach mal jedes Jahr einen Betrag auf die Seite legen, diesen Betrag, den man investiert hätte. Und nach 5 Jahren, wo dann der Zyklus wieder abläuft, und man muss neue Geräte anschaffen, neue Lizenzen anschaffen, dann hat man da einen Überschuss und könnte das noch als Bonus auszahlen an die IT-Mitarbeiter. Das wäre so mein Vorschlag. Vielleicht könnten wir eine Bank gründen, wo die Leute das einzahlen könnten. Die Azure Alternative Bank oder so irgendwas. Und eben, somit komme ich zurück zum Anfang. Irgendwie sieht es lecker aus und macht Lust auf mehr, aber jeder Biss tut höllisch weh. Wer selber weh tut, ist das Folgende. Wir sehen hier eine schöne Übersicht. Wir nehmen jetzt mal nur das Enterprise Mobility and Security E3. 8,70 klingt nach Discountpreisen, klingt extrem günstig und juhu. Ich rechne das Ganze mal 1000 für 1000 User als Beispielsfirma, 12 Monate und dann mal 5 Jahre, weil so der Lebenszyklus von Hardware und Software meistens so um die 5 Jahre ist. Bekomme da den läppischen Betrag von 522.000 Schweizer Franken. Und das ist wohlgemerkt noch ohne Devices, also ohne Computerhardware, für den Client, ohne Office-Lizenzen, ohne Detaileinstellungen mit GPOs etc. Für 522.000 könnte ich eine ziemlich coole Umgebung bauen, sind wir uns einig, inklusive Betrieb auf 5 Jahre gerechnet, inklusive von Software-Lizenzen etc. Aber was wir natürlich haben mit Azure AD ist Modern Authentication. Yay! Single Sign-On mit jeweiligen anderen Applikationen von den guten anderen Cloud-Diensten, die wir vielleicht beziehen. Das heißt, einfach andere Apps andocken und gut ist. Drei Beispiele dazu von uns bei der iTrain. Zum Beispiel drei Beispiele. Erstes Beispiel Slack. Slack hat diese Pläne. Uns würde Standard absolut von den Features her genügen. Wenn wir jetzt aber auch SSO mit Azure AD haben möchten, dann bräuchten wir Plus. Ist fast doppelt so teuer. Das kommt auf die Anzahl User, auch bei uns, auf Monate und Jahre gerechnet, doch auf einen stattlichen Betrag. Zweites Beispiel, Dropbox. Das würde mir reichen. Das brauche ich aber für SSO-Integration. Preisunterschied plus 50%. Monday als weiteres Beispiel, ein Taskplanungstool etc. Monday, eigentlich bin ich momentan auf dem, reicht uns komplett aus. Brauchen würde ich aber wegen SSO Enterprise und da muss man zuerst mal anrufen. Und das macht mir grundsätzlich Angst. Wenn auf einer Preisliste steht, ruf uns an. Mache ich nie. Weiß ich gerade, kann ich mir das KMU überhaupt nicht leisten. Kein Thema. Fazit, KMUs bezahlen für SSO mehr, obwohl sie die anderen Features, die mit den höheren Abos mit dazukommen, gar nicht benutzen können in der Regel, sind mehr Enterprise-Features.
Dennoch sollte man ja eigentlich in die Azure AD gehen als Kleinbetrieb. Lohnt sich im Prinzip mehr als eine Infrastruktur zu kaufen. Mit mehr Usern amortisiert sich die Infrastruktur on-premise auch eher. Also eben Großbetriebe zahlen grundsätzlich mehr, das sind einfach mehr User. Und ja, wie ich schon mal in einer anderen Session gezeigt habe, zu Azure Stack HCI, der liebe gute Nutella oder Nadella, der sagt dann wahrscheinlich einfach, my heart says yes, but my wallet says no. Man will halt einfach Geld verdienen damit. Und nicht nur er, ich meine Slack, Monday, Dropbox, wie sie alle heißen, die wollen ja auch Geld damit verdienen. Sie verlangen ja auch extra für die SSO-Unterstützung. Dann haben wir aber noch viele Kinderkrankheiten, Wartezeiten, unklare Kosten. Man weiß nie, ist es jetzt gut oder nicht gut. Haben wir Updates, die plötzlich aufgespielt werden und alles sieht anders aus. Wir können es nicht mehr richtig steuern. Eventuell mal Betriebsunterbrüche. Also eben nochmals, es sieht irgendwie lecker aus und macht Lust auf mehr, aber jeder Biss tut höllisch weh. Und in diesem Sinne, so ziemlich pünktlich, möchte ich sagen, danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas profitieren. Es war nicht alles reine Repetition für euch. Bitte bewertet diese Session am Ende. Macht einen Daumen hoch oder sagt mir, wieso es nicht so gut war. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren und begeistern. Und wir sehen uns in den nächsten Sessions. Ab jetzt starten zwei parallel. Die Videoaufzeichnung gibt es dieses Mal ja für alle Sessions, ab Anfangs nächster Woche wahrscheinlich, vielleicht sogar schon früher, wenn ich dazu komme. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Session. Tschüss!